Die oft geforderte und nie dagewesene Abwechslung auf diesem Kanal findet jetzt, heute und hier statt. Landwirtschaftssimulator 19 ist schön, kann man nichts sagen, aber auf Dauer doch auch ein kleines bisschen eintönig. Deswegen haben wir uns jetzt entschlossen, hier zusammen mal Farming Manager 2021 zu spielen. Und das Beste daran ist, es ist kostenlos. Aktuell zurzeit auf Steam. Mit der Version kann man, glaube ich, das Tutorial und den Prolog ein bisschen spielen. Ich weiß, da gab es schon ein paar Vorgänger dazu. Ich habe persönlich aber noch nie irgendwas davon gespielt. Obwohl das eigentlich, ganz ehrlich gesagt, schon ein bisschen mein Metier ist. Finde Manager-Spiele eigentlich immer relativ cool und Landwirtschaft sowieso. Deswegen sollte das eigentlich wunderbar passen. Und ja, wir springen mal rein. Ich habe mir gedacht, wir machen heute mal zusammen das Tutorial. Vielleicht wird es lustig, schön. Wir werden sehen, wenn ihr den Satz von mir nicht hört, dann habe ich es wahrscheinlich rausgeschnitten. Ja, wie gesagt, ich bin eigentlich ein großer Fan von solchen Manager-Spielen. Ich bin auch großer Fan von FIFA und parallel dazu FIFA Soccer Manager und solche, also Fußball-Manager-Spiele, wie sie auch immer heißen, gibt es ja viele verschiedene zu zocken. Deswegen habe ich mir gedacht, das passt eigentlich ganz gut. Habe das aber noch nie gemacht, deswegen heute jetzt und hier mal das Tutorial. Gut, ich hoffe, die erklärt uns auch ein bisschen was über das Spiel. Denn wie so eine Landwirtschaft abläuft, das wissen wir natürlich. Ja, die Grafiken, es sieht halt so von diesem schräg Top-Down von weit oben ganz in Ordnung aus, wenn man jetzt ranzoomt. Sag ich mal, ja. Hier so reifenmäßig am Traktor. Nicht ganz so cool, aber geschenkt. Wir klicken mal aufs Farmhaus. So, hier gibt es mehrere Parkplätze und ein kleines Lager. Auf dem Parkplatz steht ein Traktor und ein Pflug. Siehe hier. Die du beide verwenden kannst. Das ist ja schon mal ziemlich cool, wenn man einen Traktor und einen Pflug hat, der auch so funktioniert. Gut. Deine erste Aufgabe wird es sein, 7 zusätzliche Leute für dein Team anzustellen. Okay. Gut. Also ich würde es eigentlich anders machen. Erstmal ein bisschen Arbeit schaffen und dann Angestellte, aber wie gesagt. Oh. Oh. Das sind aber hübsche Menschen. Oh ja, guck. Die Mathilde. Ja, Marie. Ja, kann man nichts sagen. Salomone. Was kann man denn jetzt hier machen? Was ist denn, genau, wir haben den Namen, was sie verdienen, ist bei allen so ein bisschen unterschiedlich. Die haben verschiedene Eigenschaften, ja, zum Beispiel die Salomone, ne? Salome. Hat zum Beispiel 2 Punkte bei Ausdauer und 1 bei Maschinen. Der Uwe kann nur Maschine. Bernd hat 2 bei Pflanze, guck hier, und der Benedikt, das ist ein super Pflanzmeister, der hat 5 Punkte bei Pflanze. Ach, ich würde sagen, wir stellen mal bloß Frauen ein, oder? Großartig, jetzt wird es Zeit, ihnen Aufgaben zuzuweisen. Klicke auf den Stall und weise einen Arbeiter zu. Adam, Chapman, Stall, deine Sache. Ach, guck, nett. Dann läuft der hier rum, haben wir denn da... Nee, sind ja gar keine Tiere da. Das machen wir nämlich erst jetzt. Klicken auf Kaufen. Sollen 5 Ziegen kaufen. 1, 2, 3, 4, 5. Cool! Du hast erfolgreich die Tiere bestellt. Es wird eine Weile dauern, bis der Lieferant sie liefern kann. Hallo Ziegen? Ich mache wieder langsam. Hat das hier irgendwas? Das sind die Ziegen. Es sind... 1, 2, 3, 4, es sind wahrhaftig 5 Ziegen. Jetzt musst du nur noch zum Marktfenster gehen und einige Waren kaufen. Kaufe zuerst 100 mal Gras und 105 mal Gärfutter. Gut, haben hier unten den Markt. Drücken wir da drauf. Schön, dass das alles so pling-plong macht. Gibt alles normal und in Bio-Qualität. Für uns reicht normal. Ne? Wir sind ja nicht. Müssen es nicht zum Anfang übertreiben. Wird ja sicherlich auch teurer sein.
Cool. Oh, gut, das muss ich erstmal gekauft haben. Das da. Hier. Ah, 10, okay. Ein Feld ist dann quasi 4, ne? Ja, 4 mal 4. Mal 32. 32 mal 32. Alles klar. Kostet 1150. Errungenschaft, erstelle ein Feld. Erfolg. Yes! Könnt ihr nicht sehen, ist unter meiner Kamera. Ich habe mich mal entschieden, die da hinzumachen. Alternativ hätte ich sie natürlich auch weglassen können, aber falls hier doch irgendwelche Horrorelemente kommen. Ist ja wahrscheinlich dahin. Okay, interessanter Parkplatz. Wenn man da so riesige Schranken verbaut, ist klar, dass der Strom braucht. War so ein Starkstromanschluss auf jeden Fall. Genau, wird uns auch schon angezeigt. Keinen Strom. Müssen uns beeilen, irgendwie. Das Feld wächst, soll ziemlich schnell wachsen. Strom. Okay. Ah, das ist dann wahrscheinlich der Bereich, den der Strom abdeckt. Dann bauen wir den, pass mal auf, einfach mal hier so hin. Da decken wir, glaube ich, ziemlich viel ab. Ach, das müsste wahrscheinlich noch an anderen. Ja, okay. Kann ich das dann so, dass ich das. Ich hasse das denn so. Nein, das geht natürlich nicht. Ich hasse das, wenn ich jetzt. Ich muss ja wahrscheinlich einfach so direkt immer Sachen verbinden. Das ist ein bisschen blöd. Ich hätte es jetzt gern halt schon so mit 90 Grad Winkeln irgendwie verbunden, aber. Okay, ist jetzt mal geschenkt. Das funktioniert zumindest. Wie auch immer dann der Strom von da zum Parkplatz kommt. Guck mal, wer ist denn das? Ist das einer von meinen. Ach ja, die Lotta. Lotta Wecker. Die am wenigsten Geld bekommt und das meiste arbeiten muss. Ist am Start, scheint ja nichts auszumachen. Muss eine Maschine kaufen. Mähmaschine, auch Mähwerk genannt. Und auf den Parkplatz stellen. Ah, okay, da haben wir jetzt hier so verschiedene Slots. Okay. Pflanzmaschine, nein, was sollen wir kaufen? Ah, hier. Sammelrechen. Also ein Schwader. Kaufen. Oh, guck hier. Aha, der braucht schon 4 Platz. Noch ein paar Sachen fehlen. Wie viel Geld haben wir denn eigentlich? 2 Millionen, ich glaube 2 Millionen hatten wir mal. Kann man so ein bisschen was kaufen. Ladewagen. Guck. Der passt nämlich schon gerade so drauf. Was brauchen wir noch? Robber. Passt noch dahin. Noch was brauchen wir? Düngestreuer. Warte, guck, ja. Passt noch drauf. Großartig. Jetzt müssen die Arbeiter das Gras nicht mehr von der Hand ernten, sondern können dafür die Ausrüstung verwenden. Die Armen. Dann sagen wir, wir haben so viele Angestellte. Wir haben 7 Angestellte für 5 Ziegen und 32 mal 32 Feld. Wenn sie mit der Hand machen können, ehrlich gesagt. Oh nein, ein Feuer. Was? Feuerwehr, sonst brennt der ganze Stadt. Klicke schnell wie möglich auf das Gebäude und Feuerwehr rufen. Alter, die Ziegen. Den Ziegen scheint es nichts zu machen. Alter, wo kommt denn die Feuerwehr? Oh, da hinten. Da kommen sie angesaust. Macht mal ein bisschen. Alter, wir fackeln doch die Ziegen ab. Leute, Leute, Leute. What? Steht irgendjemand bereit hier? Er steht einfach so rum und guckt zu, wie die Ziegen abfackeln oder was. Alter, ganz schöner Streuer hier. Es kommt übrigens nicht aus der Spritze raus, ne? Nur falls er das denkt. Komm, löscht es auch, oder? Boah, die Ziegen fackeln hier ab. Alles klar, vielen Dank. Puh, wir hatten Glück, dass sich das Feuer nicht weiter ausgebreitet hat und niemand verletzt wurde. Wir können uns wieder an die Arbeit machen.
Okay. Prinzipiell ist auch witzig, dass sowas passieren kann, ehrlich gesagt. Aber es ist weder den Ziegen noch irgendjemand anders was passiert, von daher. I don't know. Das hat ganz schön gebrannt. Gut, machen wir weiter. Baue ein Haus für die Saisonarbeiter. Sie müssen Gras sehen. Okay. Brauchen wir jetzt, um Gras zu sehen, kann man das nicht selber machen? Hallo? Geht nicht. Spiel kaputt. Ah, okay, da ist ein Eingang. Wollte Klicke bauen. Ach, drehen mit R. Ah! Zack, bumm. Ui! Guck! Was wird das gebaut? Wahnsinn! Ich bin begeistert. Oh, noch eine Etage. War das nicht bloß so klein? Oh, da wird gebuddelt. Eine Frau, die hier gräbt. Mit bloßen Händen. Krass. Okay, dauert das jetzt ein Stück? Soll ich das jetzt immer schneller machen? Die gräbt hier immer noch. Und dann ist es fertig. War eine ganz schön riesen Baustelle für so eine kleine Holzbude. Und der Traktor fährt schon wieder. Was macht denn der? Was macht denn der Traktor? Bei Ihnen heißt für die Saisonarbeiter. Ja, das habe ich ja gemacht, oder? Achso, lege den Beschäftigungszeitraum fest von jetzt bis Oktober. Ja, aber ich gucke erstmal, was der Traktor macht. So, der wird wieder hinten anfangen. Achten der. Kommt da was hinten raus? Oder fährt er einfach so auf dem Feld hin und her? Wer weiß es so genau? Wenn du schnell Arbeiter finden willst, dann biete ihnen einen guten Lohn plus 25%. Es hängt von diesen Bedingungen ab, wie viele Arbeiter sich bewerben werden. Ach ja, muss denn das sein? Ich meine, wir haben doch auch noch 7 Angestellte. Haben wir jetzt noch Saisonarbeiter? Machen wir mit den Finanzen. Das hat scheinbar jetzt funktioniert, oder? Sind die da? Die Saisonarbeiter da? Jetzt? Ja, nein, vielleicht. Wer weiß das so genau? Sollen irgendwas bauen? Ach. Fahrsilo, okay. Das kommt da direkt in Strommast rein. Das hat wahrscheinlich auch wieder 2000. Alter! Habt ihr das gesehen? Der kann Funken mit seinen Händen schlagen. Alter, mach das nochmal. Ja, die auch. Krasser Wurst. Oh. Alter, die gehen ab. Ich mache mal wieder ein bisschen schnell. Ach, ne, guck, ist fertig. Ein wunderschönes Silo. Ändere die Produktion. Wir machen Silage und müssen einen Arbeiter zuweisen. Das macht die Magdalena. Magdalena ist unsere Silagefrau. Produziere 100 Gärfutter. Oh, guck mal, diese Saisonarbeiter. Die bringen jetzt wahrhaftig mit der Hand. Die bringen jetzt hier wahrhaftig mit der Hand den Samen aus, oder? Ist das denn ernst? Okay. Und das konnten nicht unsere Angestellten machen? Ich meine, wir haben gerade mal 2 Leute zugewiesen, oder? Und für was haben wir eigentlich die Maschinen? Ist das hier, war das nicht hier irgendeine. Ach ne, das war zum. Ah ne, guck, wir haben gar keine Seematsch. Oh Gott. Nur stellen wir dafür ein paar Saisonarbeiter ein. Also ich glaube, es hackt. Ob das so wirtschaftlich ist. Guck hin. Nee, wollte ich auch nicht. Entschuldigung. Es ist interessant. Es ist interessantes Gras. Ui, es regnet und die Saisonarbeiter kommen wieder. Was machen sie denn jetzt? Ach nee, die gehen bloß eine Runde spazieren. Der Traktor kommt. Es wird gemäht.
Na komm, wir bauen mal schnell was. Tiere. Belustigten Ende. Kleiner Stall. Ui, hat er das gesehen? Nochmal. Kleiner Stall. Nein. Nochmal. Kleiner Stall. Da ist ein Elch. Rechts unten neben der Kuh. Bleibt die Zucht von... nicht Elche, ein Hirsch. Würde ich sagen. Oder ein Hund mit einem Geweih. Das müssen wir wahrscheinlich wieder drehen. Gut. Wird wieder gebaut. Was passiert hier? Oh! Guck mal, die Saisonarbeiter kommen wieder. Ernsthaft? Das müssen jetzt die Saisonarbeiter zusammen machen? Wir haben doch... Was haben wir den scheiß Schwader gekauft? Oder kommen die da nicht ran? Aha. Okay. Naja, wie dem auch sei. Alter, hier sind jetzt Leute beschäftigt. Die schlagen wieder Funken mit ihren Händen. Wahnsinn. Ihr habt alles zusammen gemacht? Ja. Gute Saisonarbeiter. Oh, ich glaube, da kommt die Kühe. Wahnsinn. Pullum, pullum. Gut, Kühe sind da. Arbeiter muss ich noch zuweisen, sorry. Claudia, du bist die Kuh, Claudia. Hübsch, ne? Kann man nichts sagen. Toll, dass der immer so von hinten anfängt. Boah, da können wir jetzt die Silage produzieren. Wahnsinn. Der Wahnsinn. Funktioniert. Das ist auch fertig. Wir sollen Schafe kaufen. Ich vertraue dem Spiel, dass wir sowieso nicht mehr kaufen können. Dann warten wir auch hier, bis die Schafe kommen. Ah, nett. Ich muss ganz ehrlich sagen, bis hierhin gefällt mir es eigentlich ganz gut. Es ist jetzt, man muss natürlich immer wissen, wo die Sachen sind, die man machen muss. Dafür ist ja das Tutorial da. Und das sollte man auch spielen, wenn man keine Ahnung davon hat. Aber ansonsten ist es recht intuitiv, was man machen muss. Dein Lager wird immer voller und du hast kaum noch Platz. Du musst ein größeres Lager für alle die Milch und... Für all die Milch und Käse bauen. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Aber wir haben kaum noch Platz, da müssen wir ein kleines Lager bauen. Kann man das nicht gleich irgendwo hier hinbauen? Das, okay. Noch Platz. 12.000, ich meine, wir wirtschaften das Geld ganz gut runter, ne? Kann man nichts sagen. Produktion. Zack. Alter, ganz schönes Teil. Ich möchte nicht wissen, was das gleich kostet. Das habe ich nicht aufgepasst. Es war auf jeden Fall viel. Kann es sein, so 200.000? Zack, bim. Strom oder was? Ach nee, Arbeiterzuweil. Ach nee. Produktionsart ändern, genau. Hier gelber Käse aus Kuhmilch und Mitarbeiter. René und Raphael sieht schon sehr weiblich aus. Kann man nichts sagen. Zuweisen. Ihr seid unsere Milchmänner. Der Milchtransport zwischen den Lagern und dem Milchverarbeitungsbetrieb könnte effizienter ablaufen. Bau ein Logistikgebäude, damit die Fahrzeiten erheblich beschleunigt. Von da nach da, um die Sachen von da nach da zu transportieren, das sind 50 Meter. Da müssen wir jetzt noch ein Logistikzentrum bauen, dass die Milch von da nach da bringen. Ehrlich gesagt, Frau Tutorial, zweifle ich ein bisschen dran, dass das effizient ist. Alter, genau, das bauen wir da noch zwischendrin, da können sie es an der einen Seite reinbringen zur Halle und zur nächsten gleich wieder rausladen. Ich muss noch irgendwie drehen. Nee. Moment, doch hier, so, alles klar. Kostet ja nur 50.000. Kein Problem. Tiere können krank werden. Sie sollten eine Tierklinik bauen. Klar, wir haben 5 Kühe. 4 Kühe, 5 Schafe und 4 Ziegen oder sowas. Bauen wir noch eine komplette Tierklinik. Kostet ja nicht. Verkaufen Sie Produkte im Wert von 1.000 Geld. Macht man unser Feld eigentlich? Ich warte jetzt erstmal, bis die Tierklinik fertig ist.
Zack. Schön. Und Logistik läuft hier. Muss ich da eigentlich noch etwas machen? Nö, das machen die jetzt alles so von selber. Wir haben wahrscheinlich eingesehen, dass es sinnlos ist, da noch ein Logistikzentrum hinzubauen. Aber okay. Wir sollen Sachen verkaufen noch. Da tun wir das mal noch. Verkaufen. Was haben wir denn? Schafsmilch, 2,4 Liter. Das ist ja eigentlich gar nichts, ne? Ziegenmilch haben wir wieder ein bisschen was. Wenn das hier unten so die Preisentwicklung ist, dann würde ich sagen, sieht es zurzeit sogar recht gut aus. Hauen wir das mal raus. Wir haben sau viel Gras. Das würde ich noch ungern verkaufen. Wir haben natürlich noch Schafsmilch, die gerade 2 Liter, die gerade Top-Preis bringen. Ich habe keinen Plan, wie viel wir jetzt eigentlich schon verkauft haben. Nicht genügend Ressourcen, Kuhmilch. Warum? Schon eine Kuh kaufen? Nee. Wir können natürlich einfach eine Kuh verkaufen, dann machen wir das Geld auch rein, ne? Was ist denn hier los? Okay. Oh. Ach ja. Da fährt zwar ein bisschen wie ein Besoffener, aber die holen natürlich dann wahrscheinlich auch gleich die Sachen von hier mit ab. Was, okay, zugegeben, schon ein geringer Weg ist, aber ich muss auch immer noch sagen, wir haben jetzt, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5, 5 Leute eingestellt von unseren 7 und haben dazu noch hausvolle Saisonarbeiter. Ja, wir können ja mal ein bisschen Milch schleppen, oder? Naja, dann machen wir ja ein bisschen Fire Free. Guck, hört produziert. Alter, das geht ab. Weil wir haben gut ein Viertel, über ein Viertel unseres Geldes runtergewirtschaftet, aber guck, da ist ordentlich Kuhmilch entstanden. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, prinzipiell ganz cool, aber ja, vielleicht ist es halt durch das Tutorial, ich weiß nicht, inwiefern man hier halt so ein bisschen optisch ist es halt, erstens grafisch, vielleicht kommt da noch ein bisschen was und sag mal, gestaltungstechnisch kann man halt jetzt auch nicht so krass. Ein schöner Hof ist es nicht, sagen wir es so. Ne, was wir hier gebaut haben, ist es halt eine Straße und links und rechts werden die Gebäude hingeklatscht. Ansonsten, dass es hier so rumgewuselt wird und so, das finde ich ganz geil. Das macht mir echt auch so ein bisschen Spaß beim Manager-Spielen. Und ich würde da ganz gern der Sache vielleicht mal eine Chance geben. Müsst ihr sagen, ob ihr da Bock drauf habt. Ob wir uns das Ding mal noch weiter angucken, wenn es denn dann komplett rauskommt. Um einfach mal so ein kleines bisschen Abwechslung zum Landwirtschaftssimulator bringen. Ansonsten würde das, glaube ich, ganz gut hier bei uns auf dem Kanal mit reinpassen. Wir könnten mal noch ein paar Sachen verkaufen. Würden wir dann ja in einem Episodenformat machen. Mit moi. Die Kuhmilch will ich eigentlich nicht verkaufen, die brauchen wir ja. Ach ja, Käse haben wir noch. Käse bringt doch bestimmt viel Kohle. Oh ja, hier Top-Preis, Alter, verkaufen. Damit sollten wir die 1000 geschafft haben, ne? Genau, du hast das Ende des Tutorials erreicht. Hoffentlich konnte ich dir ein wenig helfen. Du hast das ganz großartig gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, Frau Tutorial. Gut. Sehr cool. Soll es das, glaube ich, mal von hier gewesen sein. Wie gesagt, das Ding hat Potenzial. Ich würde es mal gern weiter angucken. Wir hätten jetzt zum Beispiel die Kampagne oder Szenarien. Mal schauen, was da noch geht. Und dann das Ding vielleicht auch zocken, wenn es komplett draußen ist. Denn wir sehen unten hier Demo 0.9. Ich kann euch jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, wann das rauskommt. Halte ich euch aber auf dem Laufenden. Deswegen lasst doch eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr mehr dazu sehen wollt. Abonniert den Kanal. Schaut mal bei einem Stream LS bei uns vorbei. Da würden wir uns sehr freuen. Quatscht uns da ein bisschen voll. In dem Sinne. Soll es das von hier gewesen sein, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen.